Mittwoch, der 16. August 2017. Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Regionalmagazin hier in Ihrem Elbe-Kanal. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Das sind die Themen der Sendung. Schönebecks Lebensader. Neue Infotafel ziert den Salzblumenplatz. Top, die Wette gilt. Oberbürgermeister und Gaudiwirte besiegeln Abmachung offiziell. Und Gewinnspiel. Wir verlosen 5x2 Freikarten für Stars for Free. Soweit die Themenvorschau für die heutige Sendung, sehr geehrte Zuschauer. Wir beginnen mit ein bisschen Partystimmung. Denn vom 22. bis zum 24. September haben wir dies Jahr Premiere für die Salzer Gaudi. Und im Vorfeld machte dieses Event schon ganz große Schlagzeilen, denn jüngst wurde eine Wette abgeschlossen, wo Sie definitiv mitmachen sollten. Nur noch knapp einen Monat dauert es bis zur ersten Schönebecker Salzer Gaudi. Ob sich dieses Fest bei den Bürgern und Gästen etabliert, wird sich noch zeigen. Doch ein Ereignis gibt es schon vorab, bei dem sich jeder beteiligen kann. Der Oberbürgermeister Bert Knoblauch geht mit den Gaudiwirten eine Wette ein, die es in sich hat. Wir haben heute anlässlich der ersten Salzer Gaudi hier in Schönebeck am 22. bis 24. September auf dem Busbahnhof eine Wette geschlossen. Herr Jahns als einer der Veranstalter, auch bekannt von der Lümmelgaudi, hat mit mir gewettet, dass es den Schönebeckern nicht gelingt, 847 Salzstreuer zusammenzutragen, die dann im Festzelt am Sonntag, dem 24. ausgestellt und gezählt werden soll. Ich habe natürlich dagegen gehalten und bin vollkommen überzeugt, dass die Schönebecker mich hier unterstützen und ihre Küchen leer räumen und mir die Salzstreuer bringen, sodass wir die Wette gewinnen werden. Der Wetteinsatz, aus meiner Sicht toll. Die Veranstalter haben dagegen gehalten, mit der Aussage, ich schaffe es, wir schaffen es nicht. Wenn wir gewinnen in Schönebeck, gibt es an einem Tag, das werden wir bestimmen, ein Karussell hier für die Kinder den ganzen Tag, die dann kostenfrei Karussell fahren können. Sollte Schönebeck verlieren, wieder erwarten, was ich nicht denke, werde ich einen Tag in Bernburg unter Tage arbeiten müssen. Aber auch das ist natürlich interessant, also von mir aus eine Win-Win-Situation. Wie es zu dieser Anzahl kam, erklärte Sibylle Schulz dem Oberbürgermeister und Herrn Jahns. Erstmals weist eine Urkunde vom Jahr 1170 auf die Salzgewinnung in der Region hin. Dabei wurde der Sohlebrunnen vom Dorf Elmen erwähnt. Somit steht jeder Salzstreuer für ein Jahr, also für insgesamt 847 Jahre. Diese Wette erinnert perfekt an die Tradition der Salzgewinnung. Für Oberbürgermeister Bert Knoblauch bestehen keine Zweifel, dass er die Wette gewinnen wird. Ja, da wir natürlich fair play nach FIFA-Regeln spielen hier, werden jetzt noch keine Geheimtipps verraten. Aber ich denke, die Schönebecker schaffen das. Wir sind über 30.000 Einwohner hier in Schönebeck. Und ich denke, da wird der eine oder andere Haushalt sich mal erneuern wollen, die alten Salzsteuer rausrücken und vielleicht das eine oder andere Geschäft beleben hier. Es bleibt abzuwarten, wie die Wette am Sonntag, den 24. September, im Festzelt auf der ersten Schönebecker Salzer Gaudi ausgehen wird. Wenn auch Sie den Oberbürgermeister mit einem Salzstreuer unterstützen wollen, dann können Sie diesen an der Stadtinformation Markt 21, am Badepark 1 im Roten Haus oder am Rathaus Markt 1 an der Rezeption abgeben. Tischreservierungen können ab 8 Personen vorgenommen werden. Es sind noch wenige Restkarten an der Stadtinformation Markt 21 und am Badepark 1 im Roten Haus erhältlich. Eine Wette, die ganz besonders ist, machen Sie mit, unterstützen Sie den Oberbürgermeister. Ob es dann geklappt hat, das sehen wir dann bei der großen Salzer Gaudi. Wir begeben uns nun auf den Salzblumenplatz, denn dort konnte eine neue Infotafel ihrer Bestimmung übergeben werden. Es geht natürlich um die Elbe, der große Fluss hier bei uns in Schönebeck. Zusammen waren wir mit einigen Vertretern aus Stadt und Organisatoren vor Ort und haben diese Tafel der Öffentlichkeit preisgegeben. Dem ein oder anderen mag bereits aufgefallen sein, dass an verschiedenen Punkten entlang der Elbe nach und nach verschiedene Infotafeln zu sehen sind.
Seit dem 15. August 2017 befindet sich nun eine weitere Tafel nahe der Salzblume am Elbufer. Vertreter der Stadt und Presse kamen, um dieser Enthüllung beizuwohnen. Was es mit dieser Aktion auf sich hat und wer dafür verantwortlich ist, berichtet Martin Hennig, Vereinsvorsitzender des Elbufer Fördervereins Schönebeck e.V. Wir haben heute das mittlerweile 10. Schild an die Stadt Schönebeck übergeben. Es sind Infotafeln, die sich mit der Historie des Elbuferbereiches beschäftigen und auf wichtige Firmen hinweisen, auf Ereignisse hinweisen. Zum Beispiel hier die eine Tafel auf die alte und die neue Elbbrücke. Und diese neue Tafel, die wir heute übergeben, befasst sich mit der Elbe als Lebensader für die Stadt Schönebeck. Ja, es gibt also einmal die Initiative des Elbufer-Fördervereins selbst, der sich also im Rahmen seiner Verpflichtungen für die Förderung von Bildung, Kultur und Kunst im Uferbereich dazu entschlossen hat, durch diese Infotafeln etwas für die touristische Entwicklung auch zu tun. Und zum Zweiten, nicht zu vergessen, Herrn Dr. Geffert als Historiker, der uns also die inhaltlichen Vorlagen dann für dieses Vorhaben liefert. Wenn Ihnen eins dieser Schilder auf Ihrem nächsten Spaziergang begegnet, lohnt es sich auf alle Fälle, einen Blick zu riskieren. Die zahlreichen Bilder und Texte vermitteln einen ganz neuen Eindruck der größten Wahrzeichen, der Industrie sowie anderen bedeutenden Punkten entlang der Elbe. Auch in unseren heutigen Kurznachrichten geht es unter anderem um die Elbe, denn der Dreibrückenlauf steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Terminkalender. Diesmal bereits zum 5. Mal und die Organisatoren haben sich etwas ganz Besonderes für die Teilnehmer ausgedacht. Worum es geht, erfahren Sie jetzt unter anderem in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Eine Schutzmauer gegen Hochwasser ist am Mittwoch, den 16. August, in der Schönebecker Altstadt auf- und wieder abgebaut worden. Der Aufbau von Hochwasserschutzwänden in der Baderstraße diente Übungszwecken. 12 Kameraden der Wasserwehr haben den Ernstfall geprobt und den Bereich Salzblumenplatz mit mobilen Hochwasserschutzpaneelen aus Aluminium dicht gemacht. Letzten Dienstag präsentierte der Vorsitzende des Elbufer-Fördervereins Schönebecks, Martin Hennig, die Medaillen für den Dreibrückenlauf am 24. September 2017. Die Medaillen wurden als Anreiz zur Teilnahme in diesem Jahr neu eingeführt und werden an alle verliehen, die es in das Ziel schaffen. In dieser Woche wird unter Voraussetzung entsprechender Witterung die Fahrbahnmarkierung im dritten Bauabschnitt der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck aufgetragen. Am 18. August 2017 wird dieser Abschnitt damit beendet und voraussichtlich in der Mittagsstunde wieder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der letzte Donnerstag war für Franz Dlui und Marie Dluhr ein ganz besonderer. Denn an diesem Tag feierte das Ehepaar in familiärer Atmosphäre und trotz Regenschauer ihre goldene Hochzeit. Zu diesem besonderen und vor allem seltenen Anlass besuchte die stellvertretende Oberbürgermeisterin Schönebecks die sympathischen Eheleute letzte Woche, um im Namen der Stadt herzlich zu gratulieren. Zu einer notwendigen Vollsperrung der Straße am Rande in Schönebeck kommt es vom 8. bis 18. August 2017 im Abschnitt zwischen Birkenweg und Meisenstieg. Grund dafür ist eine Havarie der Fernwärmeversorgung. Es wird um Beachtung gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Soweit die Kurznachrichten und was ich am Anfang der Sendung vergessen habe zu sagen, es warten natürlich wieder Freikarten heute auf Sie, sehr geehrte Zuschauer. Das Ganze wieder für Stars for Free in Magdeburg, also Freikarten können Sie heute bei uns wieder gewinnen, das Ganze gleich nach der Werbung, denn dann geht es unter anderem weiter mit dem Medium der Woche, den Veranstaltungshinweisen und Ihrer Chance, die Karten zu gewinnen.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: einfaches Gehacktes 100 Gramm zu 40 Cent, Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 70 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 75 Cent, Sahne-Leberwurst aus eigener Herstellung 100 Gramm zu 1,10 Euro und Gyrospfanne 100 Gramm zu 95 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung.
Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung, da sind wir auch schon wieder. Und wie versprochen geht es weiter jetzt mit Ihrer Chance, hier bei uns die Freikarten für Stars for Free in Magdeburg zu gewinnen. Denn Radio Brockeln und der Elbe-Kanal verlosen 5x2 Freikarten. Sie können mitmachen. Ganz wichtig, wenn Sie mitmachen, bitte Ihren Namen und Telefonnummer nicht vergessen, entweder in die E-Mail mit reinzuschreiben oder dann dementsprechend per Telefon uns auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Doch jetzt kommt erst einmal, was Sie eigentlich gewinnen können. Stars, 4, 3. Das Radio Brocken Sommer Open Air. Erleben Sie die Stars in Sachsen-Anhalt. Joris. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Marlon Rodette. Christina Stürmer. Vincent Weiss. Stars. 4, 3. Das Radio Brocken Sommer Open Air. Erleben Sie die Stars in Sachsen-Anhalt. Wollen auch Sie am 27. August live in Magdeburg dabei sein? Dann haben Sie ab sofort die Möglichkeit dazu. Denn wir verlosen 5x2 Freikarten für Stars for Free. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist mir zu sagen, seit wie vielen Jahren denn der Elbe-Kanal bereits auf Sendung ist. Rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de. Eine kleine Hilfe am Rande, auf unserer Internetseite www.elbekanal.de haben wir einen kleinen Hinweis für Sie. Ich bin gespannt auf Ihre Vorschläge und drücke Ihnen die Daumen. Sie haben es gesehen und gehört, machen Sie mit beim Gewinnspiel. Viele von Ihnen haben schon mitgemacht. Auch eine weitere Chance, wie Sie an die Karten kommen können, finden Sie bei uns im Internet auf elbekanal.de bzw. auch auf Facebook. Dort gibt es auch einen dementsprechenden Beitrag. Diesen liken und teilen und vielleicht klappt es ja auch dort dann mit dem Gewinn der Freikarten. Weiter geht es mit der nächsten Chance. Wieder gibt es etwas zu gewinnen. Diesmal unser Medium der Woche. Vanessa Mai, das aktuelle Album, steht in den Startlöchern. Hier ein paar Einblicke und dann kommt auch hier die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Ein Album zum Träumen, Tanzen und Mitsingen. Mit ihrem neuen Album Regenbogen zeigt Vanessa Mai 2017, warum ihr Ruf als Popschlagerprinzessin absolut gerechtfertigt ist. Wir beide, wir sind der Schönste im Ohr. 17 brandneue Songs hat Vanessa Mai für Regenbogen aufgenommen, darunter auch die erste Single-Auskopplung und Wenn ich träum. Und im Regenbogen zeigt
Wie bei ihrem letzten Hit-Album Für dich saß auch für den neuen Longplayer wieder Dieter Bohlen als Produzent im Studio. Wir schwimmen durch die Nacht. Das neue Album zeigt eindrucksvoll, was wir von der 24-Jährigen erwarten dürfen. Modernen Popschlager, der einerseits zum Tanzen, andererseits zum Mitsingen einlädt. Ja, mit dem Herz durch die Wand, wir sind unschlagbar. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Regenbogen, die aktuelle CD von Vanessa Mai, und Sie können diese CD jetzt hier bei uns gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Wie immer gibt es eine Gewinnfrage, welche Sie mir richtig beantworten müssen. Ich möchte von Ihnen wissen, welches große Event erwartet denn alle Schönebeckerinnen und Schönebecker und natürlich auch die Gäste hier in Schönebeck, kurz vor den Toren der Stadt Schönebeck. Ein kleiner Hinweis, dort gibt es auch einen Heimattiergarten. Ich bin mir sicher, Sie kennen jetzt die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405-770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Ganz wichtig, wir brauchen wie immer Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer. An dieser Stelle viel Erfolg, viel Glück. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Freitag in der Sendung geben wir dann die Gewinner bekannt. Weiter geht es jetzt mit Veranstaltungen, die ebenfalls auf Ihren Besuch warten, sei es hier in Schönebeck oder außerhalb, sei es in der Woche oder am Wochenende. Für jeden haben wir etwas dabei. Die nächste Blutspende in Schönebeck findet am 16. August 2017 in der Johanniter Kindertagesstätte Regenbogen statt. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind dort alle Spender herzlich willkommen. Auf dem Kirchplatz in Kleinmühlingen steigt am Samstag, den 19. August 2017, das Kinderfest der Vereine. Nach einem Auftakt mit Blasorchester, Schalmeien und Bänderreigen um 14 Uhr können sich die Kinder ab 15 Uhr mit Aktivitäten wie Torwandschießen, Eierlaufen und Einradfahren vergnügen. Kunstliebhaber auf ihre ganz eigene Art ansprechen. Das versuchen zwei Berliner Künstlerinnen in einer neuen Ausstellung im soziokulturellen Zentrum Treff. Zur Vernissage am 26. August um 17 Uhr sind die beiden Künstlerinnen anwesend, um noch etwas mehr über sich und ihre Kunstwerke zu erzählen. Dazu sind Gäste herzlich eingeladen. Darüber hinaus kann die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des Zentrums bis zum 3. November 2017 besucht werden. Sie bestimmen das Stadtbild und die Geschichte Bad Salzelmens bzw. des früheren Großsalzes, die Fenner. Die erste sogenannte Fenner-Tour in diesem Jahr findet am Freitag, den 11. August 2017 um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Die Tour dauert etwa 2 Stunden und kostet 6 Euro pro Person. Für Gruppen ab 10 Personen ist eine Anmeldung erforderlich. Bis Oktober ist der Fenner jeweils am zweiten Freitag im Monat unterwegs. Für Gruppen können darüber hinaus jederzeit Termine vereinbart werden. Die Revue Zauber der Travestie mit Gästen aus namenhaften Kabaretts Deutschlands ist erneut zu Gast in Schönebeck. Am Samstag, dem 21. Oktober ab 20 Uhr und Sonntag, dem 22. Oktober ab 15 Uhr, können Sie sich wieder von den verschiedensten Künstlern verzaubern, anregen und überraschen lassen und dabei die unterschiedlichsten Eindrücke von verrückt bis lustig sammeln. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Showbeginn. Karten bekommen Sie in der Stadtinformation in Schönebeck sowie am Kunsthof in Bad Salzelmen. Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage und Wochen und last but not least natürlich auch heute wieder der Blick auf das Wetter, sehr geehrte Zuschauer. Der heutige Mittwoch beschert uns warme Temperaturen, ganz viel Sonnenschein. Auch in den kommenden Tagen bleibt es relativ warm, hier und da ein paar Niederschläge, aber mehr dazu jetzt in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die
Die Hälfte der Woche ist geschafft und wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wochenmitte mit dem Wetter für die nächsten 3 Tage. Der Donnerstag startet mit sonnigen Temperaturen zwischen 16 und 27 Grad. Teilweise erwartet uns Wind mit leichtem Niederschlag. In das Wochenende starten wir mit Höchstwerten von 25 Grad und Tiefstwerten von 17 Grad. Dabei erwartet uns ein stürmisch-wolkiger Tag voller Regenschauer. Der Samstag bietet dagegen wieder mehr Gelegenheiten auf sonniges Wetter. Bei Temperaturen von 16 bis 21 Grad kann es aber vereinzelt regnen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war das Regionalmagazin am Mittwoch, dem 16. August. Schön, dass Sie mit dabei waren, sehr geehrte Zuschauer. Ich darf Sie einladen, am Freitag wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, Ihnen allen einen schönen Abend. Ihr Christian Kolbe.